Dazu gekommen bin ich, weil die Kammerakademie Potsdam jemanden gesucht hatte, der oder die eine Textfassung lesen oder spielen würde für das Konzert Karneval der Tiere. Und Daniel Hope hatte mich vorgeschlagen und so kam ich mit denen zusammen. Es gibt ja drei Textfassungen von Ustinov, von Loriot und von Roger Willemsen. Sagte ich möchte unbedingt die von Roger Willemsen machen, weil die so lustig ist und wirklich wahnsinnig humorvoll und so ein bisschen anzüglich, mochte ich. Ne? Und ich fand es auch sprachlich einfach so am herausforderndsten und so. Und dann stand ich also im Orchester zwischen den Schlagwerkern und den Violinen, so einer kleinen Orangenkiste. Und es war super und wurde dann auch so ein bisschen mitdirigiert. Und es war echt ein schöner Abend. Und ich erzählte dann Daniel davon, weil der hat mir ja nun das Ganze ermöglicht, dass ich da dabei sein durfte. Und sagte dann, ich finde, wir sollten das aufnehmen. Weil es ist so cool und so lustig und so besonders und auch etwas, was so nicht nur für Klassik-Konnoisseure ist und auch nicht nur unbedingt für Kinder, dann müssen die Kinder wieder hier halten, wenn irgendwie jemand redet, sondern für Leute, die vielleicht irgendwie keine Ahnung von Klassik haben, aber von Humor möglicherweise. So, und jetzt machen wir das und dann bei so einer Wahnsinns-Firma, also so einem geilen Label, und das ist mir echt eine große Ehre. Vergeblich. Aus. Und ganz egal, als Zoo seid ihr viel zu banal. Und kraucht ihr gar auf allen Vieren, der Karneval gehört den Tieren. Drum sollt ihr unsere Fauna schätzen und still sein auf den Billienplätzen. Und auch verbitt ich mir je Läster über unser Hausorchester. Doch stell jetzt alle auf den Posten. Ich habe immer gesagt, noch vor einigen Jahren, wenn ich irgendwann erwachsen werde, dann werde ich lernen, Rotwein zu mögen und klassische Musik zu hören. Das mit dem Rotwein hat sich immer noch nicht eingestellt, aber seit einigen Jahren hat sich für mich wirklich so eine Flügeltür, kann ich geradewegs sagen, zur klassischen Musik geöffnet. Und zwar hauptsächlich über diese Konzerte, die ich also an denen ich teilhaben darf und die persönlichen Kontakte zu diesen großartigen Musikern, mit denen ich das Glück habe zu spielen. Und jetzt ist es natürlich ganz gut, dass ich so viel klassische Musik gemacht habe, wenn auch ich wirklich kein begabter Pianeur war. Der Vorteil ist, dass ich halt Noten lesen kann, wie ich Buchstaben lesen kann. Immer noch. Das ist so ein bisschen wie Radfahren, glaube ich. Das vergisst man irgendwie nicht. Und wenn ich mich vorbereite auf ein Konzert, dann besorge ich mir halt die Partitur und höre die Musik und lese dabei die Partitur und habe dadurch das Gefühl, dass ich die Musik ganz anders verinnerliche. Und das ist so aufregend, das ist so geil.